Ja, Freunde, herzlich willkommen zu Metroid Prime Blast Ball. Ist vor 2 Stunden ungefähr im eShop erschienen, kostenlos. Und ist praktisch Fußball im Metroid-Universum mit Blastern. Man kann es solo spielen oder online. Ich werde jetzt erst einmal den Solo-Modus machen, wenn man den überhaupt einzeln machen kann. Oder ich hoffe, den kann man auch gegen Bots machen. Mal gucken. Weil ich bin mir ziemlich sicher, ich habe einmal kurz ein Online-Match gemacht. Solo-Modus habe ich noch gar nicht reingeschaut. Ich weiß gar nicht, ob man da jetzt Bots dazu stellen kann. Gucken wir mal im Touchscreen nach. Nein? Okay, dann gehen wir wieder raus. Ach doch, okay, cool. Team Gold gegen Team Indigo. So, man sieht schon, hier kommt gleich die Kugel raus. Und das Ziel ist es ja einfach auf die andere, ins andere Tor zu befördern. Man hockt in einem Mech drinne. Oder Mech, je nachdem wie man es ausspricht. Ist ja jedem selber überlassen. Scheiße, da haben sie schon ein Tor geschossen. Kann ja nicht wahr sein. Ich weiß nicht, ob es übrigens auffällt. Ich habe ein neues Mikrofon und meine Qualität müsste eigentlich gleich viel besser sein. Rein tontechnisch. Okay, ich will es weiterspielen. Ich hasse es so. So, auf B kann man auch immer so rübersliden. Also ausweichen heißt es offiziell, aber... Es gibt auch noch Power-Ups. Entschuldigung. Da ist zum Beispiel Energieschub für Rapid Fire wieder zu fies. Nein, der ging nicht rein. Geh doch rein, komm schon. Also online ist es schon verdammt schwer, also da muss man echt als Team zusammenspielen. Ja. Je nachdem, wie es auf meinem Kanal ankommt. Jawohl, Tor. Wenn ich das jetzt öfters spiele, vielleicht auch mal mit Abonnenten zusammen, wie auch immer. Am besten, ihr folgt mir auf Instagram oder Twitter oder beidem. Weil da bleibt immer auf dem Laufenden bei solchen Projekten. Weil ich gebe zu, Skype und so benutze ich leider nicht mehr so oft. Ich habe zwar eine Skype-Gruppe, aber ich habe da nicht mehr so viel Zeit, bei Skype reinzugucken. Deswegen bin ich lieber auf Twitter und Instagram komplett umgestiegen. Schon. Nein! Ach komm, es darf doch nicht wahr sein. Das Spiel würde sich eigentlich perfekt anbieten für Circle Pad, nur leider hat es jetzt keine Unterstützung dafür, sondern das nutzt den Gyro-Sensor. Was ein bisschen schade ist, weil ich habe mich mal wieder auf meinen GameCube-Controller gefunden. Tor oder Niederlage. Ah, fuck, fast gerade. Lad auf, du scheiß Munition. Nein. Nein, Jungs, nein. Ich will ins Tor. Man nimmt übrigens Schaden, wenn man vom Ball getroffen wird. Jetzt einfach nur rein. Mein Schuss ist natürlich gerade gar nichts wert. Okay, rein körperlich abhalten kann ich ihn auch nicht. Ja, verdammt, bin aus meinem Mech geworfen worden. Ich bin ein kleiner Chibi, lass mich schnell wieder rein. Ah, mein Mech.
schon. Hallo, piss dich. Nein, ich habe mich geopfert fürs Team. Nein, verloren gegen Bots. Ich glaube es ja nicht. Menno, Aggressor, Sephion und Hellcoin. Oder Halcyon. Da verrecke ich an der Seite. Verloren. Hey, ich habe einen Ball gehalten. Und eine Vorlage gegeben. Ah, naja, egal. Ich würde sagen, im nächsten Part machen wir dann mal ein Online-Match. Dann gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Man sieht sich beim nächsten Video. Bis dann und ciao.